Hallo Schönheiten, ich habe heute etwas für euch, was wahrscheinlich hoffentlich der Beginn eines längerfristigen Projekts ist, bei dem ich euch von Anfang an mit dabei haben wollte und das mich sehr, sehr fröhlich stimmt, weil ich es sehr, sehr aufregend finde. Und zwar pimpen wir jetzt mich. Und das ist ein doofer Name für so ein Projekt, deshalb wollte ich euch fragen, ob euch irgendwas Besseres einfällt. Also ich bin zurzeit irgendwie super mutig geworden und total experimentierfreudig und ich versuche jetzt irgendwie jeden Tag ein bisschen eine andere Frisur zu tragen, dass es nicht immer derselbe doofe Pferdeschwanz ist und auch nicht immer offen und langweilig. Ich trage jetzt auch meine Heels und ich brauche so ein bisschen mehr Garderobe, die irgendwie was hermacht, weil ich meine Garderobe zurzeit irgendwie... Ich weiß nicht, da muss mehr Schwung rein. Ich habe irgendwie Lust, mal was auszuprobieren. Und ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Ich zeige euch mal die Teile, die ich jetzt erstmal gekauft habe. Ich war im Zara mit Jasmin und Mara war ich shoppen. Jasmin von Jasmina auf YouTube und Mara von Vorstadt Cinderella. Und bei Warehouse war ich auch. Ich habe so eine Mixtur aus Klassikern und neuen Sachen, die ich sonst vorher niemals getragen hätte. Zum Beispiel das hier. Und das ist so ziemlich das Stück, bei dem ich noch nicht weiß, ob ich es tatsächlich tragen werde. Aber Mara fand es total grandios und Jasmin auch. Also ich fürchte, ich werde da nicht drum rumkommen. Und zwar ist es eine Print-Leggings. Erinnert ihr euch noch an das Video mit Pimp My Reni von Darum? Ja, ja, so ist das. So ist das also. Das ist eine karierte Hose, Leggings, sehr, sehr eng. Und auch wegen des karierten Stoffes, gutes Deutsch bitte, ist sie an den Oberschenkeln so, also sehr dominant. Ich finde sie sehr, sehr schön. Mir gefällt der Stoff total und das Muster so. Aber ihr wisst ja, wie ich so zu Printlänge... Ich werde es einfach ausprobieren. Wahrscheinlich vielleicht erstmal mit so einem super langen Top oder so. Am liebsten in Creme, weil ich finde, dass so Creme und so Bordeaux-Lila sehr, sehr gut zusammenpassen. Gewagt, gewagt. Für mich ist das sehr gewagt. Noch gewagter ist eigentlich das nächste Teil. Das hier ist nämlich eine Jacke, die ich ganz ehrlich niemals gekauft hätte. Also ich hätte... Guckt euch das an. Das ist so eine, wie heißt denn das? Ist das so eine Bomberjacke mit so Roségold? Und wobei, es ist nicht unbedingt direkt Roségold. Es ist so ein sehr, sehr warmes Gold mit so einem Beige. Und in manchem Licht wirkt das auch Roségold. Und der Reißverschluss ist auch so ein bisschen Roségold. Diese Jacke finde ich so hässlich, dass ich sie schon wieder wunderschön finde. Kennt ihr das? Es gibt so Sachen, die sind einfach so brutal, phänomenal, fürchterlich. Und dann, es hat mich irgendwie gepackt. Ich wollte sie unbedingt haben. Ich weiß auch noch nicht genau. Ich glaube, zu Bordeaux wird auch das hier super aussehen. Man sieht so einen kleinen Bordeaux-roten Faden durch dieses Video ziehen. Und ich nenne sie jetzt mal die alte Reni. Die hätte das niemals angezogen. Jetzt werde ich so ein bisschen schizophren, oder? Ich glaube, das ist was, wovon ich echt eine Weile was haben werde. Und das ist auch relativ einfach, damit so ein Outfit zu pimpen. Ich hasse das Wort pimpen. Bitte, 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 denkt mal nach, ob euch was Cooleres einfällt, weil dieses Wort ist eine einzige Katastrophe. Dann habe ich noch ein T-Shirt gekauft mit diesem guten Herren hier drauf. Ich weiß nicht, ist das jemand? Könnt ihr mir erklären, wer das ist? Das würde ich nämlich ganz gerne wissen. Das ist einfach so ein Print-T-Shirt und ich bin eigentlich gar nicht jemand, der so Print trägt, aber ich finde so zu einer Lederjacke vielleicht mit einer... Vielleicht mit einer Kette, aber vielleicht auch mit viel Armcandy und so Ringen und vielleicht mit so Western-Booties könnte das echt total gut aussehen. Und ich brauche einfach mal ein Shirt, was ein bisschen was hermacht. Ich meine, was habe ich denn für Shirts? Ich habe eigentlich nur so einfarbige Sachen und tada, gepimpt. Dieses Wort ist echt schrecklich. Geupgradet. Es ist sehr basic. Ganz viele von euch werden sich wahrscheinlich jetzt denken, ha, welches Upgrade, Reni. Aber hey, wer meinen alten Kleidungsstil kennt, der weiß, das ist ein Upgrade. Das war die erste Tüte. Da ist nämlich sonst noch ein paar Schuhe mit bei. Aber ich habe auch so viele Accessoires geshoppt jetzt die letzten Wochen, dass ich darüber ein eigenes Video machen werde. Und das sind so tolle Accessoires, der Burner. Eins davon ist schon auf Instagram. Ich bin so gespannt, wie das jetzt wird. Ich weiß selber noch nicht, wo es hingeht und was der Stil so sein soll und ob ich irgendwie minimalistisch machen will oder so ein bisschen so ausgeflippter oder vielleicht sogar sportlich oder Basics mit vielem Schmuck oder so. Also das ist so... Ah, das ist so eine Reise. Ich finde das so spannend. Ihr könnt mir mal erzählen, was so auch eure Inspirationen sind. Dann war ich erneut beim Zara. Diesmal mit Jasmin. Die anderen Sachen habe ich mit Mara gekauft. Die fand übrigens die Jacke auch total schräg. Die Jacke ist toll. Okay, also, dann habe ich mit Jasmin zusammen diese Shorts gekauft. Und ja, ich werde Shorts tragen. Ist passiert. Übrigens hatte ich ein paar Hotpants an. Und zwar in Knallrot.
Das war so ein bisschen traumatisierend, weil sie auch sehr, sehr kurz waren. Ich habe sie nicht mitgenommen, aber ich hatte sie an. Also man soll ja niemals nie sagen. Und dieses niemals nie, das wollen wir jetzt umsetzen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man die hier auch mit so einer schwarzen Strumpfhose in der Übergangszeit tragen könnte. Aber mit so coolen Stiefeln oder auf jeden Fall mit Stilettos stelle ich mir das hier super, super cool vor. Ich finde das Muster sehr, sehr schön. Ich finde die Textur schön. Ich habe sowas noch gar nicht. Das ist mal, also ich bin sehr so oberteillastig und ich habe gar nicht so viele Sachen für untenrum, die irgendwie was Besondereres wären. Und deshalb war ich davon total geflasht. Ich finde die so cool, diese Shorts. Das ist übrigens alles aktuell, also ihr solltet das noch bekommen. Und dann habe ich einen Pullover gekauft, bei dem ich nicht weiß, wo vorne und wo hinten sein soll. Und zwar ist der auf der einen Seite länger als auf der anderen. Das Schild ist auch beim V-Ausschnitt, aber die Nähte sind irgendwie... Die laufen dann irgendwie so vorne rüber. Seht ihr das hier? Die laufen so hier entlang. Und dann hat es dieses Aufhängeding so hier auch vorne. Ich habe ihn einfach schon falsch rumgetragen. Ich dachte mir irgendwie, das wäre eine phänomenale Idee. Und ich muss dann noch das Schild raustrennen. Und dann ist der vorne länger als hinten und das finde ich irgendwie auch ganz witzig. Das ist einfach so ein grauer Pulli, so Feinstrick. Ich habe mir überlegt, dass der mit so einer großen Kette eigentlich ganz cool wäre. Ich finde Strick sehr, sehr schön, aber auch Strick muss man dann irgendwie pimpen. Aber Faktum, ich habe auch nicht so viele schöne Strickklamotten. Also das hier war irgendwie auch Bedarf. Und dann war ich noch mit Jasmin im Warehouse bzw. Oasis, die sind zusammen in einem Laden in München. Und ich habe einen Gutschein bekommen, dass ich mir da was aussuchen kann. Also vielen Dank dafür nochmal. Und ich habe so schöne Sachen gefunden. Es ist etwas accessoirelastig geworden, aber ich zeige euch schon mal die Klamotten in diesem Video. Und das sind jetzt wiederum Basics, die ich sehr, sehr gut gebrauchen kann, weil das so ein bisschen andere Basics sind und Sachen, die ich noch nicht habe. Und die wiederum kann ich dann wieder pimpen. Also das ist praktisch ein Upgrade, was andere Upgrades erleichtert, falls ihr versteht, was ich sagen will. Das erste wäre von Warehouse. Das ist so ein quergestreiftes Top und ich hätte ja irgendwie, also Querstreifen finde ich ja sehr, sehr kompliziert, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich werde mich jetzt rantrauen, vielleicht mit einer Lederjacke auch. Und das ist auch hinten länger als vorne und das hat so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist so, es ist gestrickt und es hat so ein Muster. Das heißt, man kann durch den beigen Teil so ein bisschen durchgucken und das finde ich sehr, sehr cool, zumal es Bordeaux-Farben ist und, was Jasmin richtigerweise angemerkt hat, das ist so ein bisschen Marine-Style und das finde ich auch sehr, sehr cool, weil ich habe bisher irgendwie in die Richtung auch noch gar nichts gemacht und ich stelle mir das ganz cool vor, vielleicht mit einem schwarzen Rock oder so, wieder zu Stilettos. Ich finde Stilettos nicht High Heels, Stilettos sind ja nochmal ein bisschen mehr Kaboom, aber mit meinen High Heels so, da freue ich mich sehr drauf. Das zweite ist auch ein Basic und zwar ist das so ein meliertes, grau-beige-farbenes Shirt und das ist auch relativ lang. Ich glaube, das könnte man fast schon mit Leggings zusammentragen. Das ist so breiter geschnitten und so ein bisschen Oversize und dadurch, finde ich, ist das wiederum interessanter als so ein super langweiliges, normales graues Shirt so. Und grau ist eine ganz tolle Farbe. Ich finde, grau kann man super kombinieren. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Oh Gott, ich liebe den Herbst. Mit so coolen Booties wäre das mal eine Idee. Ich bin noch auf der Suche. Eigentlich bräuchte ich so entweder schwarze so Western-Booties oder so richtig so mit Nieten und so. Ich glaube, dazu könnte das hier auch sehr, sehr cool aussehen. Es kommt echt auf die Kombination an. Also ich bin schon im Durchspielen in meinem Kopf, was ich wie kombinieren kann, mit welchen Sachen aus meinem Kleiderschrank und so. Und das waren die Klamotten, die ich jetzt so gekauft habe. Es kommt noch ein Teil mit Accessoires, wenn ihr den gerne sehen möchtet, dann zeige ich euch die auch noch. Ich bin super motiviert. Ich bin total in Experimentierlaune. Ihr könnt mir mal bei Instagram folgen, weil ich da jetzt so ein bisschen dokumentieren wollte, was so die kleinen Erfolge sind. Es ist Zeit anzufangen und zu experimentieren und ein Schritt jeden Tag und wieder mal was Neues und irgendwie so spannender. Und ganz ehrlich, ich meine, im Endeffekt ist es einiges spannender als das, was ich vorher gemacht habe. Also ich finde es jetzt nicht schlimm oder hässlich, wie ich mich vorher angezogen habe oder so. Das wollte ich jetzt mit diesem Video nicht sagen. Aber ich finde, da geht noch was und ich finde, es passt nicht mehr ganz so zu dem, was ich sein will. Und ich shape mich jetzt einfach so, meine Schulter knackt schon wieder. Ich mache jetzt aus mir das, was ich aus mir machen möchte. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Weg. Dafür ist irgendwie
die eigene Individualität dar. Gut, dass ich das Wort jetzt nicht versemmelt habe. Und ich möchte das jetzt mal ausreizen. Und ich verkleide mich vielleicht manchmal und mir wird vielleicht nicht alles gefallen, was ich mache. Aber es ist ein Weg und es ist spannend und es wird Spaß machen. Und mal gucken, wann ich die Leggings anziehen werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wollt irgendwie mit mir so ein bisschen diesen Weg gehen. Ich werde natürlich trotzdem Beauty-Videos machen und so. Mal gucken, ob ich mich zu irgendwas mit Haaren hinreißen lassen kann, sobald ich mal was hinbekommen habe. So. Falls euch das gefällt, wie gesagt, ihr könnt mir mal bei Instagram folgen. Ich bin dankbar für Tipps, für Online-Läden, bei denen man shoppen kann, für Zeitschriften, für Blogger, die ihr vielleicht besonders spannend findet. Und wenn ihr irgendwie Lust habt, mal so ein bisschen so Sachen einfach anzugucken. Ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwie so ein bisschen so ein Fashion-Inspiration-Video machen soll oder so. Schreibt mir einfach. Ich hoffe, ihr wollt es sehen, weil es mir zurzeit einfach super, super viel Spaß macht. Bin sehr, sehr gespannt darauf, was für Renis wir so auf dem Weg noch treffen werden. Es gibt nämlich viele Renis in mir drin, habe ich so das Gefühl. Und es wird Zeit, die alle mal rauszulassen. Oh Gott, das klingt total schrecklich. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich verlinke euch hier nochmal mein letztes Video. Und zwar war das der Beauty Brain und Brot Haul. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr kommt, am Video Day. Da habe ich übrigens auch bei Warehouse und Oasis was ausgesucht. Aber das wollte ich euch noch nicht zeigen. Da könnt ihr mal bei Instagram gucken. Auf Instagram kommt das auf jeden Fall. So, tschüss!